Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 3 Beyond Gotham. Wir sind hier auf dem Wachturm und machen jetzt Big Trouble in Little Gotham. Wenn ich's finde, weil ich hab gar keine Ahnung, wie es aussieht. Hier? Nein. Da? Auch nicht. Macht ihr lieber das nächste Level tatsächlich. Da, Big Trouble in Little Gotham. Wir spielen das Freispiel. Okay, 9 und 1. Ich glaube, das hier ist der Bossfight. Das heißt, hier muss der ganze Rest sein. Moment, erstmal will ich die ganzen Leute kaufen. Das vergesse ich sonst wieder. Ne, wir müssen uns ja hier auf Y machen. Na schon, ich muss ja gedrückt halten. Und hier kann ich erst loslassen. So war das. Orion, keine Ahnung, wer es sein soll. Dr. Fate, keine Ahnung, wer es sein soll. Lobo, keine Ahnung, wer es sein soll. Manchester Black, absolut gar keiner, wer sein soll. Brainiac Schläger, den kenne ich tatsächlich, aber nur aus dem Spiel. Und Cheshire. Was kann Cheshire? Ist das ein... Okay. Ist wahrscheinlich eine Cheater. Können wir eigentlich rein? Man kann hochspringen anscheinend. Gut. Gut zu wissen. Aber ja, wir wollten jetzt weiterspielen. Da unten. Aber ich würde sagen, wir fangen wieder als Superman an, weil wieso nicht? Und ich würde sagen, wenn es nun soweit ist, skip. Das ist laut. Nee. Hallo Laser. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minikits wir schon haben. Wir haben 3. Also hier sollen 3 Stück sein, das weiß ich. Ich habe tatsächlich den Guide kurz aufgemacht schon. Damit ich auch schnell darauf zugreifen kann, welchen ich brauche. Mehr habe ich jetzt noch nicht geguckt. Okay, ich dachte, ich kann hier was Schönes bauen, aber nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache übrigens. Ja, das hier war das. Geld haben wir zum Glück mehr als genug. Nehmen wir ihmchen hier, weil die haben wir auch, glaube ich, in der Story. Was bist du? Achso, du bist einfach nur so ein Automat. Ich dachte, da könnt ihr irgendwas Cooles mit machen. So, dann haben wir einen Abbruchsanzug. Okay, da oben auch mit Batman, da wird eins sein. Au. Unhöflich, Freunde. Einmal bitte spammen. Da war ein Minikit drin, interessant. Bitte nicht sterben. Gut. Ich glaube, den Gefahrenanzug konnten wir auch schon benutzen mit Lex Luthor. Okay. Und er hat auch dieses Schildding gehabt, ne? Das war mir ganz blöd, ne? Ne, nicht ganz blöd, das war komisch. Okay, jetzt geht's besser, weil vorhin hast du irgendwie nicht hinbekommen, die richtig anzuzielen. So, dann nehmen wir einmal Superman. Weil mit ihm können wir es ja komplett ausmachen und mit Lex Luthor können wir es halt nur eindämmen. Oh, da können wir auch Dinge brauchen, die Werte damit wir mit haben. Spoiler, okay. Komischer Name, aber nehme ich so hin. Dann wird da vorne ja das letzte sein. Können wir Deadshot aus dem Squad auch nehmen? Ja. Weil Deadshot normal haben wir ja. Okay, und hier brauche ich jetzt zum Beispiel Superman. Wahrscheinlich ist es besser als... Okay, nicht genau. Killer Croc nehmen. Ja, das heißt, hier soll ich jetzt alles haben.
Ist die Frage, ob hier noch irgendwas Interessantes ist? Ich glaube nicht, leider. Okay, ich esse ihn einfach auf. Ich finde es aber schön, dass hier die Combo eingefroren wird. Ich glaube, der Schrumpfschlag hat auf mich keinen Effekt, kann das sein? So, komm her, Spoiler. Dich, also du kommst nicht her, weil du getarnt bist oder was? Wir nehmen jetzt mal Robin, nehmen den Gefahrenanzug und sammeln den ganzen Müll an, den wir hier finden. Ich find's gut, dass es einfach kilometerweit geht. Das haben wir schon gemacht, ne? Also ich glaube einfach, wir haben jetzt hier alle Minikits, weil ich meine, ich habe da drei gelesen. Ich hätte es mir vielleicht besser angucken sollen. Okay, jetzt habe ich 31. Wirkt irgendwie ein komischer Wert, aber gut. Nehme ich so hin. Was kriegen wir jetzt Schönes? Den Tank. Also Killer Croc, du darfst dich auch gerne bewegen. Du musst nicht dahin stehen bleiben. Und weggeheatet. So, jetzt kam gleich das Joker Flash Level. Ja. Ich tippe mal, dass auf hier überall drei sind, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Okay, es funktioniert anscheinend nicht. Das habe ich glaube ich schon gemacht, meine ich. Jetzt ist nur die Frage, wie ich in das Ding da rankomme. Hier. Okay. Das hätte ich anscheinend noch in der Story holen können. Ich weiß noch nicht, was ich da gemacht habe, so wirklich. Hier ist einfach ein Wasserbecken. Interessant. Achso, ne, das hier war schon richtig. Einmal B drücken. Aber das habe ich gemacht, das weiß ich. Ich will es nur machen, weil es cool ist. Okay, das hier muss ich jetzt zusammenbauen durch Flash, also durch schnell sein. Immer mal wieder alles kaputt prügeln, weil sonst könnte ja sein, dass ich irgendwas verpasse. Hier weiß ich leider gar nicht, was es zu tun gibt an Sachen. Ja, werden wir auch noch früher oder später finden. So, das hat es jetzt nicht gebracht. Da kann ich nichts mehr machen. Das kann ich ja noch rausziehen. Dann einmal hier. Weg damit. Hat kaputt geschossen, Minikit bekommen, theoretisch, also wir haben es schon.
So, dann einmal wechseln auf den Joker. Oder wer kann das noch? Und dann kannst du noch so komisch aufblasen. Hier, das war doch, du müsstest doch können, oder? Und hier machst du ein Schild. Hm. Aber Green Lantern ist da oben, naja. Du kannst es doch auch. Unhöflich, Freund? Ja, mach. Okay, ja, du hast eine Kugel. Warum auch immer die anderen das nicht haben? Warum auch immer die anderen ein Schild haben? Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas falsch mache. Ja, Superman. Ja, wir brauchen gleich seinen Laser noch. Ich meine, das kann ich noch nicht machen. Hier ist nur noch kaputt, danke. Meine Güte. Was haben wir hier Schönes? So, 6. Ich weiß nicht, wie viel ich hier hatte. Ich finde ja ein bisschen schade. Hier hat man es auch wieder perfekt. Man kann mit diesen Leveln, dass man anzeigt, wie viel man von allen hat, aber irgendwie. Nee. Okay, hier muss ich anscheinend was machen. Aber das habe ich auch in der Story gemacht, meine ich. Ja. Wäre irgendwie gut zu wissen, ob ich das noch verpasse. Ich glaube, ich gucke aber mal kurz nach, damit ich nicht das ganze Level neu spielen muss. Vielleicht ist es auch schon zu spät dafür. Okay, das Gute ist, ich muss nicht mehr raustappen. Ich kann einfach so weiter scrollen. Wir müssen hier was bauen, sehe ich gerade. Ich glaube, das kann ich immer noch machen jetzt. Du bist nicht dafür klug genug, ne? Nehmen wir dich hier. Okay, das war easy. Wir haben übrigens schon 4 am ersten geholt. Okay, cool, dass das erste nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir alle und jetzt müssen wir den Rest noch finden im Netz, in den letzten beiden Dingern. Die habe ich noch gar nicht gemacht anscheinend. Also jetzt im letzten Teil von dem ersten Teil. Ich hätte in 3 teilen können. Ja, und jetzt. Ich muss hier raufspringen, ne? Oh, nee, ich muss. Wie gut ist, dass er da auf uns wartet, um von Karts kaputtgeschmissen zu werden. Also von. Nee, nicht Karts, sondern Waggons. Und hier sind die letzten. Hier müssen 2 Saves sein. 1 war irgendwo rechts, glaube ich. Poison Ivy hatte ich ja auch, ne? Nee, hatte ich Cheater. Ich brauche einen anderen. Ich brauche Batman und Bomben. Hier muss ja, glaube ich, auch Stan Lee sein. Da oben ist dann noch ein Tractor-Token. Wie viel haben wir denn schon? 2, das heißt, das dritte von ihm. Das wird wahrscheinlich das Mad Hatter sein. Ein Minikit sehe ich schon. Hier gibt es einen Lantern-Mist. Ich glaube, hier gab es auch den Tauchanzug für Robin. Das war, glaube ich, der letzte mit. So, wo haben wir denn Poison? Da links. Au. Ein Minikit, easy. Dann gehen wir mal zu unserem Burschen rüber. Ein Batmite. Der gibt uns noch das letzte Charakter-Token, wenn wir seinen Quatsch finden. Wo ist dein Quatsch, Freund? Das würdest du doch für mich besorgen, oder? Ja, klar.
Wenn du mir sagst, was du haben willst, dann gerne. Okay, ein Vergrößerungsglas. Dürfte ich hinbekommen. Ein Glück, dass ihr hier seid. Diese Situation ist höchst unangenehm, wenn ich das sagen darf. Mach ich irgendwas Cooles oder mach ich hier ein standardmäßiges Boot? Okay, ist glaube ich ein standardmäßiges Boot. Ich hätte mal B gedrückt. Danke, dass du mich aus dieser äußerst misslichen Lage befreit hast. Okay, aber es ist orange, Mann, cool. Können wir einfach kaputt schlagen? Hey, ja, ich dachte, ich muss hier vielleicht das Glas zerstören. Nein. Okay, die Pflanzen haben wir, glaube ich, oder? Okay, hier wird wahrscheinlich dann das nächste sein. So, Minikits haben wir schon mal. Powerstein gibt es erst im nächsten. Nehmen wir mal Solomon Grundy, weil. Ja, ich brauche den sowieso. Also, ich brauche sowieso gerade einen großen. Und wenn ich den ja schon mit habe, wieso denn nicht einfach nehmen? Da kann ich graben, weil ich Cheater bin. Jetzt brauche ich eine Magnetkiste. Meine Güte, nervt mich doch nicht, Freunde. Naja, eigentlich wollte ich das nicht haben. Ja, gib. So, Tractor-Token haben wir dann jetzt auch. Dann brauchen wir noch... Brauchen wir noch was? Minikits haben wir. Ja, du weißt noch... Tractor-Token haben wir? Nee. Ich guck das jetzt nochmal, ich kann hier einfach scrollen. Minikit 7 und 8 haben wir, Character-Token Mad Hatter haben wir. Haben wir 9 schon? Ja, wir haben ja schon 9. Das heißt, eins kann ich wahrscheinlich in der Story schon holen. Das heißt, wir können es weitermachen. Indem wir einfach die Pflanzendinger kaputt machen. War das irgendwie so? Also ich glaube, es ist tatsächlich leichter, wenn wir jetzt einfach zurückkehren. Und ich dann das einfach weitermache, weil sonst muss ich nochmal tauchen. Ja, ich glaube, das ist das Klügste. Spannend verlassen. Weil dann spare ich mir das halbe Level, weil ich gar keine Lust habe. Skip. Skip. Ja, was nicht so schwer zu holen. Ein Rest haben wir. Also es könnte Wayne Tower sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Deadshot haben wir freigeschaltet. Den dritten. Mad Hat haben wir freigeschaltet. Ich glaube, den ist der einzige, okay. Alle Charaktermarken. Adam West in Gefahr. Ja. Und jetzt müssen wir den Rest des Levels noch machen. Mal gucken, vielleicht machen wir ab dem nächsten Part mehr Level pro Part, wenn das mit den einzelnen Planeten recht schnell geht. Weil die haben ja auch nur so knapp über 20 Minuten gedauert. Nur freies Spiel. Und hier den Rest noch machen. Dann nehmen wir direkt Superman. Ja, doch, sollte Wayne Tower sein. Können wir skippen, bitte? Ich weiß gar nicht, ob ich damit irgendwie Zeit gespart habe, wahrscheinlich schon. Einzig, da hinten schon. Powerstein. Wird wahrscheinlich irgendwas mit dem Plastikburschen sein. Kannst du zufällig auch graben? Nee, schade. Okay, warum auch immer. Kann. Krypto kann ich aber schon graben, ne? Oh ja, das ist super. Ich kann was Doggo graben, das fühle ich sehr. Okay, was zur Hölle? Powerstein, perfekt.
Okay, das war echt easy. Warte, ich warte noch, bis es weg ist, damit es nicht irgendwie zu schnell ist. Speichern verlassen, würde ich sagen. Skip. Also, was so leicht, wie viel mehr Geld bekommt. Also, warum? Warum bist du auf so viel Geld? Ja, ist dann freigeschaltet. Gucken wir uns mal an, was es ist. Wayne Tower. Gib mal wieder ein paar Mil. Man drückt überspringen. Was passiert nicht? Es wird übersprungen. Und jetzt haben wir das Minikit. Wir hatten übrigens vor dem Part 66,6%. Das heißt, wir haben zwei Drittel des Spiels komplett abgeschlossen. Und so viel kann eigentlich auch nicht mehr kommen. Also im nächsten Part machen wir dann weiter mit der Planet der Liebe oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie die Macht der Liebe, glaube ich. Das ist nämlich der erste, der kommen sollte. Machen wir es wenigstens einmal in der richtigen Reihenfolge. Also nicht der kommen soll, sondern der kommt. Ich weiß es ja jetzt mittlerweile. Hauptsächlich, weil ich nachgeguckt habe. Das hätte ich wahrscheinlich wieder vergessen. Aber was gibt's hier Schönes? Verkleiden haben wir Goldenstein Mikit. Das ist auch wichtig. Dann können wir nämlich, also ich finde, das hätte eigentlich der erste sein, den man findet, weil so, am Ende bringt er dir halt relativ wenig. Also klar, wenn du eins nicht findest und nicht im Internet gucken willst, dann ist er vielleicht noch hilfreich, aber ansonsten ist er halt immer so am Ende oder relativ spät erst. Blöd, weil, ja, hast du schon das halbe Spiel so geschafft? Und dann musst du trotzdem noch suchen. Roter Stein Detektor ist, glaube ich, noch schlimmer, wenn es den gibt, weil, ja, gibt es vielleicht noch, weiß ich gar nicht, wie viel gibt es? Ich glaube, ich bin jetzt bei Kapitel 10 gewesen, dann gibt es jetzt noch 6. Und dann so 5, wenn ich den gefunden habe, weiß ich nicht. Na egal, ich würde erstmal sagen, ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.